Moin Leute und Servus zusammen hier bei Tiny Venoms zum Format Team Tiny Venoms. Eure Fragen und unsere Antworten mit diesem Hashtag. Wollt auch ihr mal eine Videoantwort haben? Schreibt irgendwo unter einem Video eure Frage oder das, was ihr wissen wollt. Packt diesen Hashtag damit rein und ihr bekommt jetzt eine sehr große Chance. Eine Videoantwort, so wie diese hier dazu. Heute habe ich hier eine Anfrage mitgebracht von Rocky. Ich blende sie euch hier ein und lese sie hier ab. Verlieren Brennhaare irgendwann? Ich vermute, verlieren Brennhaare irgendwann ihre Wirkung. Ich musste meine Lasodora parurbana leider abgeben, weil sie sich als Bock entpuppt hat. Bei der Entnahme hat dieser sich furchtbar gewehrt, zu Recht. Das Terrarium ist 60x40x40 cm und steht im Wohnzimmer. Da es schwer ist, würde ich es gerne sauber machen. Der Bock war nicht lange dort drin, deshalb würde ich nicht die ganze Erde entfernen. Könnten die Brennhaare einer anderen Spinne schaden? Acanthus gorea geniculata zum Beispiel. Vielen Dank. Hey Rocky, eine völlig berechtigte Frage. Ich habe mich das auch schon oft gefragt. Ich habe nicht eine ultimative Antwort, aber auf jeden Fall eine grobe Richtung. Und zum Schluss sage ich dir natürlich gerne, wie ich es mache. Das Thema Brennhaare war schon mal hier ein, zwei Mal auf jeden Fall in aller Munde auf diesem Kanal. Hier ein Video dazu, und zwar macht sich das bei mir wirklich immer sehr bemerkbar. Und bei Theraphosa generell reicht es, dass ich da irgendwie mal so einzelne Pflanzenreste rausnehme. Dann habe ich sofort die Unterarme und die Fingerzwischenräume hier voll. Ich habe, wie gesagt, in diesem Video auch mal eine Abfrage gemacht, wie ihr darauf reagiert. Vielleicht schaust auch du mal rein und kannst deinen Senf dort auch mal dazugeben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten ist es ja so, du hast dieses Tier da rausgefangen, er hat sich gewehrt. Das heißt, das Männchen hat bombardiert. Und die Bedenken liegen jetzt darin, dass diese Brennhaare, die in der Einrichtung liegen oder auch auf der Erde, in der Erde, da wo er sie saß, entsprechend gefährlich werden könnte für andere Tiere. Das ist eine völlig berechtigte Frage, denn wofür sind denn die Brennhaare gemacht? Also wir wissen alle, dass sie gut als Abwehrmechanismus genutzt werden. Entweder wird im Terrarium etwas ausgelegt, Theraphosa, Stiermi, Apophysis und Blondie, habe ich das schon sehr oft beobachtet oder quasi jedes Mal, wenn man sieht, dass schon so ein Brennhaarteppich in der Höhle liegt. Also bei mir sind die Terrarien bei Theraphosa so eingerichtet, dass die Spinne wirklich mindestens zweimal in ihrer Höhle nebeneinander passen würde. Ne? Also steche das vor und sie graben es dann so aus, also sie ist richtig geräumig da drin. Und dann sieht man richtig, wenn man von außen einleuchtet, diesen Teppich, bei dem es mir echt kalt den Rücken runterläuft, weil ich weiß, wenn ich da jetzt reinlangen würde, hätte ich vermutlich mehrere Monate etwas davon. Und da liegt sie dann irgendwann auf dem Rücken und häutet sich. Warum macht sie das? Ich habe jetzt keine wissenschaftliche Erklärung dafür, beziehungsweise keine Papers, auf die ich hinweisen kann. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sie das zum einen macht, weil auch Feinde von außen abgehalten werden. Das heißt, man hat das auch schon in Dokumentation gesehen, wenn dann kleine Nager kommen, die laufen in diese Höhle rein, suchen Futter oder Schutz oder, dass sie dann kommen und anfangen, sich zu putzen, zu niesen, sich die Augen reiben. Ja, also da haben die Brennhaare dann tatsächlich ganze Arbeit geleistet. Und die Bedenken sind da, wenn man natürlich eine andere Spinne hineingibt, eine Art fremde Spinne. Also in deinem Fall ist das jetzt hier als Beispiel Acanthus gorea geniculata. Man würde sie hinzugeben, ob die sich daran stört. Diese Frage kann ich dir gar nicht beantworten. Ich habe mich das auch schon gefragt. Ich möchte es gar nicht richtig ausprobieren. Aber stellen wir uns mal vor, wie das in der Natur ist. Eine Spinne sitzt in einer Höhle, hat es sich schön gemacht. Bleiben wir auch mal hier bei Lasodora parurbana, auch jetzt explizit bei deinem Beispiel. Sie fing an zu bombardieren. Ob Lasodora parurbana jetzt die komplette Höhle mit Haaren auslegt, mag ich nicht befürworten, mag aber auch nicht dagegenhalten. Die Tiere, die ich zum Beispiel habe, die legen ihre Brennhaare optisch gesehen zumindest nicht ab, so dass ich es erkennen würde, was es aber nicht ausschließt. Das heißt, die Chance besteht, dass auf jeden Fall Brennhaare in der Höhle drin sind, und meine Reaktion an den Arm zeigt auf jeden Fall, dass auch hier entsprechend diese Brennhaare im Terrarium unterwegs sind.
Und nicht nur in der Höhle, an der Höhle, sondern vermutlich überall. Und wer mal den Spaß macht, also ich mache das definitiv nicht mehr, aber mal so in einem Terrarium, Spinnterrarium, einfach mal so reinpusten, was durchgetrocknet ist, nicht feucht, und beleuchtet es von oben, dann sieht man schon in der Luft diese Partikel. Staubpartikel, aber sicherlich auch einen gehörigen Anteil von Brennhaaren. Daher finde ich deine Frage richtig gut und auch völlig berechtigt gestellt. Macht das denn tatsächlich jetzt etwas aus? Wir waren eben dabei, dass wir sagen, wir gucken mal in die Natur oder stellen uns das mal vor, wie das vonstatten gehen könnte. Deine Lasodora parahybana ist verstorben oder hat ihre Baute verlassen, ist einfach weitergezogen. Jetzt kommt die nächste Spinne, sucht Schutz. Es fängt an zu regnen oder sonst irgendwas oder möchte einfach dort einen Unterschlupf suchen. Werden ja oftmals auch, wird ja nicht immer alles selber gegraben, sondern oftmals passiert es ja auch anscheinend, dass diese Tiere einfach Höhlen, Nagerbauten einnehmen, verlassene, irgendwas in der Richtung oder umgestürzte Bäume anfangen, irgendwas Vorgestochenes. Aber jetzt kommt diese Spinne zu dieser verlassenen Höhle, wo vorher eine Spinne drin gewohnt hat. Und sagen wir mal, es ist eine andere Art, ein ganz anderes Tier. Kann ich mir vorstellen, dass diese Spinne sich vielleicht daran stört? Vielleicht auch ein Störgefühl hat, dass sie wahrnimmt, dass da etwas anderes ist. Kann auch sein, dass es nicht so ist. Ich habe das, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Aber ich kann dir eins sagen, ich würde es austauschen. Das ist das, was ich mache. Also, und in welcher Intensität ich das austausche. Das liegt immer daran, wie sehr diese Spinne da drin gewütet hat. Also natürlich bringt es nichts, wenn du die Erde quasi umwälzt, mischt und dann zum Teil abträgst und neue auffüllst. Dann würde ich es auf jeden Fall so machen, dass ich die Erde, die offensichtlich war, wo die Spinne auch drauf saß, Spinnenreste und so, die würde ich abtragen mit einer Schaufel und würde das dann entsprechend mit Handschuhen auch natürlich machen und am besten einem langen Pullover, den man danach in die Wäsche schmeißt. Also ich bin da mittlerweile so vorsichtig, weil es mich wirklich hart trifft, sage ich mal, oder ich auch stark darauf reagiere. Und dann, wenn unten noch ein letzter Rest drin ist, den würde ich dann drin lassen. Das ist um die Erde immer ein bisschen schade, weil da sind ja auch Springschwänze drin, also Bodenpolizei. Wir haben da weiße Asseln, graue Asseln drin zum Beispiel. Und da ist natürlich echt immer ein bisschen schade drum. Muss mal gucken, ob man diese Erde nicht noch irgendwie mal weiterverwenden kann. Also mindestens draußen für ein Beet sollte das auf jeden Fall reichen. Man sollte natürlich dann darauf achten, auch bei der Verarbeitung, dass man Handschuhe trägt. Und wenn es ein paar Mal geregnet hat, ist das auch weg. Zu deiner Frage, ob die Spinnenhaare, die Brennhaare, ihre Wirkung, ich denke mal, verlieren Brennhaare irgendwann ihre Wirkung, war ja die Eingangsfrage, glaube ich in Teilen nicht. Also ich habe Terrarien gehabt. Ich erinnere mich, als ich dann umgezogen bin, ich habe so Terrarien gehabt, da war dann noch Resterde drin und die habe ich einfach so in geistiger Umnachtung mit der Hand so rausgemacht und so grob raus, bevor man es dann transportiert, zum später nochmal auswaschen. Und ich kann dir auch da sagen, dass mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit diese Terrarien größer 2 Jahre dort auf dem Dachboden gestanden haben. Und ich kann dir auch mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit sagen, damals ging es, glaube sogar um Lasiodora und auch Terrafosa, sind immer Arten, die schon immer präsent bei mir waren, dass meine Arme gebrannt haben. Von Terrarien, ich habe generell Spinnen zwar transportiert, aber es war dort so extrem, dass das nur daran gelegen haben kann, dass ich mit der bloßen Hand, mit freien Arm im Sommer, so kurzes Oberteil natürlich, an diese alte Erde gegangen bin. Ich habe keinen wissenschaftlichen Beleg darüber und auch hier keine Studie. Ich weiß, dass manche mal schreien, ja, kannst du das denn belegen? Nein, das ist das gesprochene Wort und es ist meine Erfahrung hier. Ich wäre damit sehr vorsichtig. Deswegen ganz freundschaftlich, wenn du die Spinne austauschen willst, also beziehungsweise die Lasiodora parahybana hat schon euren Haushalt verlassen und ich nehme jetzt, es könnte vielleicht ein Acanthus gorea geniculata einziehen, dann würde ich tatsächlich das einmal alles sauber machen und je nachdem, wenn unten noch Erde drin ist, ne, man muss das nicht entsorgen, ne, dann kann man auf jeden Fall das abtragen und die restliche Erde drin lassen, wo die Spinne keinen Kontakt mit hatte. So mache ich es auf jeden Fall. Ist das eine Spinne, Aphonopelma semani,
Ceriopagopus, Haplopelma oder irgendwas, was richtig gräbt und stark unterwegs ist, die haben natürlich keine Brennhaare, aber da mache ich es auch. Also da tausche ich es auch aus. Also es kommt mir nicht speziell auf die Brennhaare drauf an, aber wenn die Spinne da Kontakt gehabt hat. Und ich glaube, da müsste man es gar nicht machen. Also ich glaube, man müsste es vielleicht auch einfach mal testen, wie die Spinne da drauf reagiert. Das mit Theraphosa ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber ja. Ich würde es trotzdem nicht ausprobieren, aber irgendwer muss es ja mal machen. Vielleicht meldet sich auch jemand, der das schon gemacht hat. Dafür ist dieser Kanal gemacht. Das heißt, wenn einer von euch zum Beispiel, wenn ihr das hier seht, tatsächlich diese Erfahrung schon gemacht hat, einfach mal eine Spinne da reingesetzt, wo vorher eine ausgezogen ist, welche Erfahrung habt ihr gemacht? Ne? Also die stellen wir einfach mal hier an alle, die das sehen. Und dann bin ich mal gespannt. Mein Tipp an dich, ganz freundschaftlich, trag das Zeug ab, reinige das. Kork und so kannst du wieder benutzen. Ich spüle das einmal ab, gehe da vielleicht mit der Bürste drüber, wenn er stark verschmutzt ist. Kot und so, Überreste, optische Überreste, die entferne ich dann immer und dann hat sich das Thema schon getan. Ich hoffe, deine Frage beantwortet zu haben. Ich bedanke mich bei allen anderen für die Anteilnahme und für eure Kommentare, die ihr unten reinhaut. Und vielen Dank für deine Anfrage. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ihr bleibt wie immer bitte gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.